사실은 die beste Laune hält nicht ewig an. Wobei. So ein Wetter macht schon eine ganze Menge deutlich einfacher. Worum geht's heute? Tage, an denen die Stimmung einfach auf dem Tiefpunkt angelangt ist. Was dann? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Das Leben kann wunderschön sein und ja, kann es, ist es allerdings nicht immer. Es passieren einfach Dinge, die nicht passieren sollten. Oder vielleicht wissen wir gar nicht genau, weshalb wir uns nicht so fühlen, wie wir uns fühlen wollen. Wir wissen nur, wir wollen uns anders fühlen. Was dann? Wie gut, dass es einige Möglichkeiten gibt, ganz praktisch selbst etwas zu tun, um die Stimmung zu heben. Interessiert? Wunderbar. Bring Licht in dein Leben. Lass die Sonne ran. Menschen, die schon morgens früh großzügig im Sonnenlicht ausgesetzt sind, meine ich jetzt nicht in der Sonne braten, sondern das Licht auf sich wirken lassen, so etwas hält die Seele auf. Menschen, die das für sich erlauben, haben bessere Laune und schlafen auch besser. Und wenn die Sonne hinter den Wolken versteckt ist, dann nutzen wir halt die Möglichkeit, ein Innenräumlicht zu schaffen. Gutes Licht. Licht ist nicht gleich Lichter. Gibt es eine ganze Menge drüber zu lernen. Die Intensität und die Lichtfarbe haben eine immense Wirkung darauf, wie wir uns fühlen. Übe dich in Dankbarkeit. Du kannst beispielsweise ein Dankbarkeitstagebuch führen oder Dankbarkeitslisten oder meinetwegen Excel oder keine Ahnung was. Es wird dir einfach helfen, besser zu erkennen, was dir gut tut. Besser zu erkennen, dass du schon das eine und andere erreicht hast. Und das hält dann deine Stimmung ziemlich schnell auf. Zuversicht. Meine, dazu hätte ich einen Warntrag gemacht. Stimmt. Kultivier Wohlwollen dir selbst gegenüber. Wenn wir diese inneren kritischen Stimmen zu laut werden lassen, halten sie uns leicht davon ab, nach vorne zu schauen, die Möglichkeiten zu sehen, das Leben zu genießen. Wir sind einfach damit beschäftigt, uns selbst auszubremsen. Wohlwollen bedeutet, ich schaue auf meine Stärken, auf meine Schwächen und überlege mir stattdessen, und nun, was mache ich damit? Nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber, das Wohlwollen, etwas, das leider in unserer Kultur sehr unterschätzt wird. Stärk dein Selbstvertrauen. Wenn du dein Selbstvertrauen stärkst, wird es dir viel leichter fallen, dich zu wagen, auf größere Themen anzugehen und das mit einer viel, viel besseren Laune. Bessere Laune, bessere Stimmung macht wiederum leichter, was du tust. Das eine profitiert vom anderen. Wunderbar. Arbeite an deiner Selbstwirksamkeitserwartung. Das bedeutet, du machst die Erfahrung, dass die Dinge, die du tust, und dein Einfluss, deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten Wirkung entfalten. Und je öfter du diese Erfahrung machst, dass es wirkt, umso mehr wirst du dich wagen. Und damit ist jetzt definitiv keine Hybris gemeint, also Selbstüberschätzung, sondern eine gesunde Portion. Ich gehe ans Werk. Ich bin zuversichtlich. Schreib dir einen Brief mit guten Besserungswünschen. Löst deinen Blick von der Ist-Situation und mach eine Zeitreise. Stell dir vor,
Wie ist es, wenn es richtig gut ist? Stell dir vor, wie du als dein bestes Ich das erleben wird. Schreib's auf und adressier's an dich selbst. Ich persönlich habe dafür extra dieses Buch, in dem ich meine Gedanken sichern kann, und einen Stift, mit dem ich nur in diesem Buch schreibe, sodass ich weiß, bin ich hier mit diesen Dingen in Kontakt, wie Anker, dann ist das mein Thema. Mir tut es gut. Die Stimmung wird automatisch besser. Ganz oben auf der Liste. Walk your talk. Meint? Tu, was du predigst. Also, lebe deinen Werten entsprechend. Und sei wohlwollend liebevoll mit dir, wenn du merkst, du bist davon abgewichen. Wir sind Menschen. Der Unterschied ist, denke ich mir dann, habe ich es getan? Muss es auch richtig sein? Nicht so gut. Habe ich es getan? Wie mache ich es zukünftig besser? Wie kann ich es wieder in Ordnung bringen? Wie kann ich meine Verantwortung tragen? Das steigert die Laune, die Stimmung. Du kannst dir vertrauen. Du weißt, du, dein Bewusstes und dein Unbewusstes, ihr marschiert in die gleiche Richtung. Und das macht so vieles deutlich leichter. Überhaupt, viele Dinge gehen zusammen viel, viel leichter von der Hand als ganz alleine. Fokussiere dich auf die wirklich guten, die wichtigen Dinge. Das hebt die Stimmung, und ja, Disclaimer, damit ist nicht gemeint, nur zu sehen, was toll ist, und die Augen vor Ungerechtigkeiten zu verschließen. Ganz im Gegenteil, sich Ungerechtigkeiten zu widmen, und zwar konstruktiv, also anstatt alles aufzuschreiben, was mir nicht gefällt und mich vollkommen zu verzetteln, lieber den Fokus auf die Themen, für die ich mich einsetzen möchte. Auch das tut sehr gut. Überhaupt anderen Menschen zu helfen, ist eine wunderbare Möglichkeit, mir Stimmung zu heben. Einmal, weil ich sehe, dass es eine Wirkung entfaltet, und weil ich merke, ich kann einen Beitrag leisten. Drittens, ich merke, es kann sich was verändern. Übrigens, anstatt zu spenden, tolle Möglichkeit, wie wäre es denn im eigenen Beruf, in der eigenen Berufung, also da, wo wir ganz besonders viel bewirken können, Einfluss zu nehmen. Reiseblätter für Heldinnen und Helden werden immer gesucht. Aufräumen und den Überblick wieder gewinnen. Ob es denn der Schreibtisch ist, der Keller oder was auch immer. Aufräumen setzt üblicherweise sofort einige positive Stoffe im Körper frei. Wir merken, wir haben etwas verändert, mit wenig Aufwand, Pareto-Prinzip, und das tut gut. Überhaupt angefangene Aufgaben abzuschließen, setzt die Energie frei, die da gebunden war, und das tut einfach gut. Aufräumen, ob nun metaphorisch oder tatsächlich, sorgt dafür, dass der Überblick wieder besser wird, dass wir den Wald vor lauter Bäumen wieder besser erkennen können, oder andersrum. Wir sehen mehr die Möglichkeiten, und das tut gut. Wähl den passenden Soundtrack. Stell dir vor, das ist dein Film. Ist die Metaphor jetzt in Ordnung? Also, das ist dein Leben. Besser. Mach das Beste daraus. Überleg dir, welche Musik entspricht am besten der Stimmung, der du gerade sein möchtest. Und denk an all die vielen Filme. Kaum vorstellbar ohne die passende Musik. Also, spiel damit. Finde heraus, was gerade für dich am besten funktioniert. Und hey, wie wär's denn mitzusingen? Und falls du dabei lachen möchtest, ja, umso besser. Lässt sich mit leben. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie all diese Wohlfühl- und Glückshormone heißen, die dabei ausgestattet werden, würde ich es nennen. Fällt mir gleich wieder ein. Ich höre jetzt mal ein bisschen Musik. So, jetzt gab's gerade Spaghetti in Zitronensauce. Hört unbedingt auf die Liste. Wirkt. Funktioniert. Mach dir selbst ein Geschenk. Gönn dir was. Muss nicht teuer sein. Manchmal ist es das. Kann auch eine kleine Pause sein, die du dir schenkst. Mach was, was dir gut tut.
schenk dir einfach ein paar Minuten für dich selbst. Life's crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times. Oder suchtest du mich? Oder? Was machst du, wenn du bessere Laune haben möchtest? Na, eigentlich nicht das, was ich jetzt gerade mache. Also wenn ich wirklich, wenn die Frage jetzt ich ernst beantworten würde, dann würde ich sagen, ich gehe mit meinem Mann spazieren oder ich treffe mich mit Friends and Family oder ich rede mit meiner besten Freundin oder mit meinen liebsten Kindern oder ich fahre Fahrrad. Umarmung, Körpernähe. Eine wirklich gute Idee, setzt Oxytocin frei. Nur. Aua, es tut weh. Sorry, war jetzt nicht die Absicht. Ich wollte jetzt lächeln. Weil ich aufpassen muss, ich habe gerade Chiasamen gegessen. Wunderbare Idee. Das ist ein anderer Beitrag. Mit Tipps zu, was solltest du nicht tun, wenn du eine Rede hältst oder auf der Kamera stehst. Keine Chiasamen. Was machst du hier eigentlich? Lächerlich an, weil die Chancen sind groß, dass, wenn wir jemanden anlächeln, dass die Person zurücklächelt. Keine Garantie kann auch als. Meistens geht's aber gut. Meistens geht's gut. Auch auf der Straße. Und auch setzt, bei wildfremden Menschen. Ja, und setzt dann irgendwelche Stoffe frei. Und es ist geschlechterneutral. Es muss nicht unbedingt. Es hat nichts mit Flirten zu tun. Und ist legal. Also, das ist das Freisetzen, meine ich. Und es ist wie eine Droge. Wir hatten mal einen ganzen Podcast gemacht zum Thema Lachen, Lächeln und gute Laune. Was wir schon als so gemacht haben, naja. Oh wei. Vor allem sabotierst du hier gerade meinen Ton. Ich gehe wieder rüber. Sich selbst ein Geschenk machen. Was kann das heißen? Ich frage. Er findet den Ort hier zu schön bei mir. Was könnte es heißen? Also es könnte, ich glaube, wenn ich mir was schenken würde, dann würde ich mir selber Zeit schenken. Und hoffen, dass meine Umgebung das genauso wohlwollend auffasst und nicht sich so gegen sich interpretiert. Das könnte ja auch sein, wenn ich dir jetzt sage, ich möchte Zeit für mich haben, dass du dich vielleicht weggeschoben fühlst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es extrem wichtig ist, sich die Zeit für sich selber zu nehmen, weil nur wenn ich mit mir gut klarkomme, komme ich dann im besten Fall auch mit dir gut klar. Und das hebt die Stimmung aller Beteiligten. Das stimmt. Sehr schön. Im Grunde schon ziemlich ausgegessen. Nee, durchgekaut. Katzenbilder, Äffchen, Ziegen. Ach, keine Ahnung, was momentan gerade aktuell ist. Das Netz ist voll mit solchen Bildern, solchen Kurzvideos. Hand aufs Herz. Klischeehaft, albern, grober Unfug. Die meisten Menschen finden es wirklich schwer, sowas zu sehen und nicht die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Deshalb sollten wir das dem Zufall überlassen. Machen wir es doch ganz bewusst. Gönnen wir uns. Nimm hin, Minute. Dieser Bilder.
Mach was Neues, was du noch nicht so oft gemacht hast. Koche, wenn du sonst nicht kochst. Probier was Wildes aus. Darf legal sein. Durchaus auch gut für die Gesundheit. Wie wär's denn? Dreh mal einen Film. Zu einem Thema, das dich interessiert. Schick mir den Link. Geh mit einem positiven, mit einem konstruktiven Thema los und mach Fotos für dieses eine Thema. Kleine Schritte. Weshalb kleine Schritte? Weil kleine Schritte einfach viel wahrscheinlicher auch gegangen werden und viel besser spürbar auch Rückmeldungen liefern. Wir wissen, wir kommen voran. Das macht uns Mut, weiterzumachen. Und es hält unsere Stimmung auf. Atemübung. Nutz eine der vielen Atemübungen. Uraltes Vorgehen. Auf meiner Internetseite. Die ist jetzt nicht ganz so alt. Jede Menge Atemtechniken. Probiert aus, was für euch funktioniert. Atmung und Zustand sind eng miteinander verbunden. Also, anstatt zu fragen, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Nutzen wir einfach, wo wir rankommen. Und an die Atmung kommen wir immer ran. Also. Brauchst du keine App für. Soweit die Tipps, die mir bis hierhin einfallen. Ich werde jetzt rausgehen, draußen schauen, was mir noch dazu einfällt. Und wenn Lust habt, kommt ein Stück mit und schauen wir mal, was zu entdecken ist. So ist es mit Dingen, die Laune machen. Was einem Menschen Laune macht, kann durchaus anderen Leuten eher nicht so gefallen. Das zum Beispiel. Solche Autos lassen sich in Berlin stundenweise mieten. Leute, die nicht so viel Geld haben, aber gerade genug so viel, um sich ab und zu mal so ein Auto für eine Stunde zu leisten, können dann eine Stunde lang mal so richtig schön Gas geben. Ziemlich schräge Sachen machen. Das ist übrigens die Straße, in der in Berlin regelmäßig Unfälle passieren, weil hier andauernd Straßenrennen gefahren werden. Auch etwas, das nicht in den Griff zu kriegen ist. Jetzt motze ich. Motzen ist schlecht für die Laune. Sehen wir das Gute. Hier ist jetzt gleich eine Demo, irgendwas mit Klima. Und solange das respektvoll und im Rahmen der Vereinbarung stattfindet, finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Also sich einzusetzen, kann auch glücklich machen, kann auch gute Laune machen. Ja.
So, das ist der Tipp, den meine Frau wahrscheinlich zuerst genannt hätte. Eine Runde über das Tempelhofer Feld fahren. Macht sofort bessere Laune. Tatsächlich übers Feld zu heizen, hätte ich jetzt was gesagt. Das klingt ja brutal. Ja, schon ein bisschen Gas geben. Also auch wieder unglücklich formuliert. In die Pedale treten, einfach ein bisschen Spaß daran haben, ein bisschen schnell zu sein. Hier ist ja einfach genug Platz für alle. Hoffentlich bleibt uns das noch lange erhalten. Macht definitiv gute Laune. Bewegung ist definitiv der Tipp, der ganz oben auf die Liste gehört. Einfach weil all diese vielen unaussprechlichen Körpersäfte ausschüttet. Funktioniert halt. Wenn ich schon dabei bin, Körperhaltung. Immer wieder unterschätzt. Klar, wenn ich aufrecht unterwegs bin, Brust raus, Schultern dahin, wo sie hingehören. Naja, klappt dann am besten, wenn ich nicht zu viel am Schreibtisch gesessen habe. Das macht was mit einem. Wie heißt der Spruch? Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, ist es nicht sehr hilfreich, auch einen Kopf sinken zu lassen. So ähnlich. Gestern wusste ich ihn noch.
So, jetzt so langsam wieder wärmer. Also nicht heute. Heute wurde erstmal kälter. Trotzdem, langsam ist wieder möglich, draußen was zu machen. Ich liebte meine Dachterrassen. Gut, jetzt habe ich einen kleinen Balkon. Der wird bald wieder richtig grün. Das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, die ansonsten hoffentlich sauberen Hände so richtig schön einzusauen. Erde an den Händen. Mir macht es sofort bessere Laune. Das ist irgendwie dieses Gefühl, greifbar etwas geschafft zu haben. Wie wäre es mal wieder mit einem richtigen Spiel? Wobei ich persönlich mag ja Rollenspiele, wo nicht gegeneinander gespielt wird, sondern gemeinsam etwas gearbeitet wird. Wie, du hast gerade niemanden, der mit dir spielt? Was ist das denn für eine billige Ausrede? Es gibt so viele Möglichkeiten. Nimm doch einfach ein Schachbrett oder was auch immer. Oder was weniger Wettbewerb konkurrierendes. Setz dich hin und irgendjemand kommt schon. Sei doch kreativ. Wenn du ein Stück Kreide hast, hat ja jeder bei. Naja, gibt Möglichkeiten. Was heißt hier bitte, Kreide hat nicht jeder mit dabei? Ernsthaft? Klar. Immer. Immer. Okay, das Thema gute Laune ist einfach riesig. Jeder hat so seine ganz eigenen Tipps, Ideen, was an einem Tag besonders gut funktioniert, kann am nächsten noch viel besser funktionieren. Also tauschen wir uns aus. Nutzt die Möglichkeit in den Kommentaren, eure Ideen, eure gute Launemacher mit anderen zu teilen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir noch uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.
Hatte ich erwähnt, dass Kaffee zu den Dingen gehört, die mir sofort eine Stimmungsaufhellung verschafft? Ich vermute schon, an der einen oder anderen Stelle. Ich werde jetzt gleich meinen Kram nehmen und nach Hause fahren, weil dann kann ich diesen Stimmungsaufheller genießen und das Video schneiden. Augen auf! Es gibt so viele Dinge, die uns ein Lächeln ins Gesicht treiben können und damit die Stimmung aufhellen. Schade, wenn wir zu viel davon übersehen. Richtig frisch gezapftes Bier? Nee. Ja, ja. Aber da sprechen wir jetzt keine Empfehlung aus. Das wäre missverständlich. We'll be right back.
kleine Belohnungen heben auch die Stimmung. So, jetzt bin ich bereit, alles zusammenzuschneiden und ich habe wohl ziemlich gute Laune, sonst würde ich mir jetzt mehr Gedanken darüber machen, wie ich das alles in der kurzen Zeit schaffen werde. Ich werde es schaffen, weil ich bin halt gut vorbereitet.